Der Bürgermeister von Malediven ist für eine Woche in seinem wohlverdienten Urlaub. Er hat uns gebeten, dass wir zwischen 18 und 22 Uhr jeden Tag den Leuchtturm einschalten. Das habe ich jetzt auch einige Tage getan. 5 Tage hat es geklappt, wenn ich es nicht mal vergessen habe. Und 2 Tage müssen wir noch aushalten, beziehungsweise heute am 27., am 28. und am 29., weil ich glaube, er hat gesagt, er kommt am 30. wieder. Und wenn wir das gewissenhaft machen, dann sollen wir ein schönes Geschenk bekommen. Darauf bin ich scharf. Ja, und so funktioniert das. Eigentlich keine große Sache. Immer zur Zeit, die er genannt hatte, zum Leuchtturm gehen und den unsichtbaren Eingang benutzen, der glaube ich auch nur verfügbar ist, wenn man diese Mission angenommen hat, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich da vorher schon mal reingekommen bin und ich habe mich ja schon mal relativ in der Nähe des Leuchtturms umgesehen, aber egal. Und ja, mehr ist es nicht. Es ist eigentlich recht easy. Aber ich wollte Timeskips machen und das hat natürlich jetzt alles ein bisschen über den Haufen geworfen. Also ich habe jetzt trotzdem 5 Tage vergehen lassen seit der letzten Folge, aber ich habe die Zeit nicht einfach so verstreichen lassen. Ich habe auch währenddessen vieles getan, wie ihr hier seht. Ein absolutes Chaos. Hier liegen so viele Blumenpacks herum, die ich bei Tom Nook gekauft habe. Und ich habe währenddessen auch einen Geldstein gefunden, die Kirschen verkauft, 2-mal und einige Fossilien ausgegraben. Es hat sich also wirklich vieles getan. Auch der Kontostand hat sich ein bisschen erhöht. Liegt jetzt bei knapp 23.000 und wir haben bestimmt jede Menge Post im Briefkasten. Also ich habe die Tage nicht einfach nur vorgespult, sondern ich habe auch geguckt, dass ich ein bisschen was machen kann, um uns im Spiel voranzubringen. Und als erstes möchte ich die ganzen Blumenpacks verteilen. Hier bei unserem Haus wollte ich ja längs am Zaun ein paar Blumen pflanzen. Das habe ich hiermit getan. Ob es da noch weitergehen wird, muss ich schauen. Aber allzu viel Platz haben wir hier an diesem Animal Crossing ja leider nicht. Das wird sich in New Horizons ändern, wenn man auch außerhalb alles hinsetzen kann, was geht. Also nicht nur Blumen und Bäume, sondern auch Möbelstücke. Und dann ist einem natürlich gleich viel mehr Spielraum geboten. Junge, Junge, guckt euch mal an. Was macht denn der Basketball hier? Wer schmeißt denn den weg? Das geht doch gar nicht. Naja, muss aber auch sagen, dass da in der letzten Folge, oder war das an einem Tag? Ich weiß es nicht. Aber da war schon mal deutlich mehr drin bei der Müllhalde. Das müsste jetzt allerdings alles bei der Polizeistation sein. Das geht ja nicht verloren, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Aber nach 5 Tagen, die in-game vergangen sind, dürfte es sich durchaus lohnen, bei der Polizei vorbeizuschneien und zu schauen, was da so angekommen ist. Ich merke gerade, ich habe so viele Pflanzen gekauft. Das sind mehr, als ich benötige. Also kann ich mir eigentlich gleich eine neue Stelle suchen, wo ich was hinsetze, um die Gegend zu verschönern. Mir wäre es natürlich jetzt lieber gewesen, wenn das überall unterschiedliche Blumen gewesen wären und nicht so viele nebeneinander. Aber hey, es ist besser als nichts. Und ich überlege gerade, kann man hier noch entlang pflanzen? Nein, oder? Das sticht sich doch bestimmt mit dem Busch. Ja. Okay. Dann war das nicht so eine gute Idee, oder? Wollen wir das vielleicht trotzdem machen? Ja. Ich glaube, das ist besser, als das jetzt einfach wieder auszureißen. Und gerade habe ich eh gar keinen anderen Plan, was ich mit den Blumen anstellen soll. Aber theoretisch gibt es noch jede Menge zu verschönern. Ja, das Postamt könnten wir noch mit Blumen schmücken. Wir könnten bei Tom Nook weiter die Blumen verstreuen. Also, wir haben noch einiges zu tun. So ist es nicht. Die Stadt muss die schönste der Welt sein. Ja. So, hier einmal. Und da passt, glaube ich, auch noch eine Blume hin, oder? Ja. Okay. Jetzt ist halt nur hier dieses Feld so ein bisschen frei. Das mag ich eigentlich nicht. Deshalb werde ich bis da oben noch auffüllen. Und das gleiche dann auf der anderen Seite tun. Yeah, so sieht's aus. Okay, was ist denn das hier für ein Schirm? Aquaschirm. Haben wir den schon mal gehabt? Ich glaube ja, oder? Der war doch einfach nur blau, mehr nicht. So ist es. Okay, den kennen wir bereits.
Schade. Aber dann verkaufen wir ihn halt. Zusammen mit dem anderen Shit, der hier so rumliegt. Aber ich glaube, es wäre klüger, wenn wir jetzt erst einmal den Briefkasten öffnen, weil da werden wir jetzt direkt zugespammt. Oh mein Gott. Dann schauen wir mal, was das alles ist. Ein Brief von Margot. Ja, ich habe ein paar Sachen verschenkt, aber ich sehe schon, dass Margot mir nichts zurückgeschenkt hat. Warum nicht? Hallo, Dommy. Ich weiß, das kommt plötzlich, aber ich musste die Stadt ver... Oh, what? Nein! Warte, wer war Margot eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein unwichtiger Char, der jetzt weg ist. Egal, wo ich lande, ich komme schon durch. Danke für all das, was du für mich getan hast. Ernsthaft, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer Margot war. War das dieser Hase? Nee. Egal. Oh, Brief von Tom Nook? Neue Ware eingetroffen. Hier eine Sondermeldung. Für unsere Stammkunden. Nur heute bieten wir eine besondere Auswahl von Items, die sonst nirgends zu haben sind. Ja, toll. Ich weiß jetzt aber nicht, von wann der Brief ist. Shit. Ich glaube, das ist schon vergangen. Schade. So, wir haben einen Bernstein. Yippie, yuhei. Dann den Schädel eines Apatosaurus. Ach geil, okay. Den können wir auf jeden Fall ins Museum bringen. Weil den habe ich noch nicht gehabt. Brief von Susi. Dummy, hör mal, du bist zwar nett, aber bitte schick mir keine seltsamen Briefe mehr. Der letzte war wirklich reines Kauderwelsch. Sowas macht keinen Spaß. Ich habe einfach nur geschrieben, das ist für dich oder das schenke ich dir. Warum erkennt das verdammte Spiel das nicht? Das ist doch einfach nicht zu fassen, bei Prinz genau dasselbe. Dommy, du, danke für den Brief und so. Aber Fakt ist, ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Streng dich mehr an, schreib klar und deutlich, was los ist. Also das Briefe verschicken ist so ein Dreck in diesem Spiel. Unfassbar. Also das ist echt der dickste Minuspunkt. Absolut unglaublich. So, ein Tricera-Schwanz. Ich glaube, dass wir den auch noch nicht haben. Und dann haben wir hier noch den Flügel des Pteranodon. Der linke. Ah, den haben wir schon. Shit. Wenn es der rechte gewesen wäre, dann wäre das besser gewesen. Aber nein, aber nein, aber nein. Und ein Dinosaurier-Ei. Okay, also das werden wir alles verkaufen. Und, ach nee, hier, der Hase ist noch da. Wie hieß denn du nochmal, Alter? Gaston, ja genau. Nee, Margot war, glaube ich, irgend so ein Vogel. Den haben wir ein, zweimal angesprochen und das war's. Ist halt jetzt weggezogen, wahrscheinlich keine Freunde gefunden. Ja, sorry, kann mich auch nicht um jeden kümmern. Hier sind mittlerweile so viele Leute, das ist crazy. Hey, wie geht's dir, Herzblatt? Oh ja, freut mich zu hören. Aber hey, denk dran, wenn du es zu weit treibst, ruinierst du deinen Körper. Schlaf endlich mal mehr. Du, ich kann nicht klagen. Gut, die Schlafzeiten sind vielleicht nicht die besten aktuell, aber von den Stunden her ist es in Ordnung. Ja, okay. Gut, zusammen mit dem Fisch, den wir am Ende der letzten Folge noch gefangen haben, bringe ich jetzt die Dinosaurier-Sachen ins Museum. Und den Rest, den verkaufen wir. Da kommt dann, denke ich, trotzdem noch eine ordentliche Summe bei rum. Und wir können stolz drauf sein, dass wir das Dinosaurier-Abteil im Museum schon ganz gut gefüllt haben mittlerweile. Juhu, hallo, es freut mich, dass du da bist. Ja klar, ich finanziere hier auch alles umsonst. Guck mal, ich habe einen Apatoschädel für dich. Na, ja, ich glaube, der Apatoschädel ist bereits Teil unserer Was? Jetzt im Ernst? Wann haben wir den denn bekommen? Oh, dann ist mir hier, ein Fehler passiert. Naja. In Ordnung. Nehme ich den halt zurück und verkaufe ihn. Komme ich mit klar. Dann machen wir weiter mit dem Tricera-Schwanz. Den hast du jetzt aber nicht, oder? Na, wow. Ich glaube, den Tricera-Schwanz habe ich auch schon. Was?
Okay, jetzt bin ich quasi umsonst hergekommen. Naja gut, den Fisch haben wir noch. Und den besitzt er definitiv nicht. Aber das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, das wären alles neue Teile. Ja, huch. Aber ich hab's schon mal gesagt, das ist auch einfach blöd, dass es da keine Markierung gibt, sodass man als Spieler sofort weiß, das ist schon ein Museum und das nicht. Man muss sich das alles merken oder ins Museum gehen und nachgucken. Das ist halt sehr umständlich. In der Tat, den habe ich noch nicht in Bitterling. Selbst gewöhnliche Fische stellen wertvolle Exponate dar. Sie sind alle Teil des großen Puzzles, das wir Natur nennen. Wir werden uns gut um diesen Burschen kümmern. Oh ja, sie können beruhigt sein. Sie können sich darauf verlassen. Wir sind ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Weil ich schon dachte, dass wir da jetzt Treffer gelandet haben. Aber die Fossilien sind dann leider doch welche, die wir schon mal hatten. Naja. Immer positiv denken. Wir können den Stuff verkaufen, richtig viel Geld machen und in Sachen Kredit einen riesen Step machen. Ich will so schnell wie möglich die Kohle beisammen haben, um mein Haus nochmal zu erweitern. Und das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, weil mit jeder Folge geht es schneller. Ja, wir kriegen immer mehr Zeug zusammen. Wir kriegen auch immer mehr Obst. Oh, da war ein neuer Bewohner. Also einer ist gegangen und ein neuer ist... Moment mal. Da wohnt doch Doris. Jetzt sag nicht, Doris ist weg. Ich glaube, sie hatte es schon mal angekündigt, aber das darf doch nicht wahr sein. Nein. Warte, warte, warte. Gleich. Gleich gucke ich nach. Aber das würde mir jetzt schon einen ziemlichen Stich versetzen. Da sind mir auch die 10.400 Sterne, die ich bekomme, egal. Ja, wir wollen noch mehr verkaufen, aber ich muss erstmal das Zeug auspacken. Ich muss es auspacken, sage ich! Laber nicht so viel. Also. Ihr hattet mir aber auch schon mal geschrieben, dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie zufrieden die Bewohner sind. Die kommen und gehen halt. Das ist wohl normal. Aber... ich finde das nicht gut. Und, Doris war doch glücklich! Warum ist sie jetzt weg? Na komm. Mach mal schnell unsere Geschäfte, damit ich nachgucken kann. Also nochmal 7000 Sternis. Ich sag ja, wir machen einen riesen Step. Und kaufen uns jetzt erstmal diesen Tarnschirm, der wohl aus irgendeinem Krieg stammt. Da sind halt einfach noch Pfeile drin. Wie krass. Ja stimmt, bald ist die Lotterie. Am 31. Bin schon gespannt, ob wir diesmal gewinnen, weil mittlerweile habe ich ja wirklich sau viele Lose. Viel, viel mehr als im Vergleich zum Dezember. Wir können, glaube ich, 4 oder 5 Mal an der Kugel drehen. Also da mache ich mir schon Hoffnungen, sage ich mal so. So, und ich hoffe jetzt sehr, dass dieser Typ, den ich gesehen habe, nur zu Besuch da ist. Aber warte mal, ich nehme noch diese Jugendstilvase. Allein der Name. Jugendstilvase. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, das stellen sich so alte Omis ins Haus, um sich ein bisschen jünger zu fühlen. Und hat das Ding gerade wirklich über 2000 gekostet? Holy shit! Naja, immer dran denken, wir investieren auch gleichzeitig in den größeren Laden von Tom Nook. So, und nun die Wahrheit. Oh, okay. Boah, Doris, da ist sie. Doris, ich liebe dich. Es ist schon 18 Uhr. Wie kommt es, dass ich dich jetzt erst sehe? Wow, wow, ehrlich. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, wenn du wüsstest, Doris. Ich erwarte von jetzt an, dass du jeden Morgen vorbeikommst und mich über dein Leben informierst. Okay. Also, Tommy, was willst du? Kann ich dir was tun, damit du bei mir bleibst? Oh, süß, das ist ein Känguru, was da hinzugezogen ist. Mit Baby. Ich
liebe Häuser mit riesigen Aquarien und schönen Fischen. Wenn ich nur eins in meinem Haus hätte, das wär's. Ein Fisch als Haustier würde mich endlich ins Gleichgewicht bringen. Wow, wow. Moment, brauchst du jetzt ein Aquarium oder brauchst du einen Fisch? Weil einen Fisch kann ich dir ohne Probleme besorgen. Aquarium wird schon schwieriger. Und dich begrüße ich gleich. Moment. Muss jetzt erstmal auf mein Leben klarkommen. Weil das mit Doris war gerade so ein übler Schock. Ich dachte wirklich, das wäre ihr Haus gewesen, aus dem dieses Känguru da kam. Das wäre echt heftig gewesen für mich, muss ich echt sagen. So, wir sind schon wieder voll. Wer hätte es gedacht? Geh mir doch aus dem Weg. Erstmal die Blumen pflanzen. Blumen, Blumen, Blumen. Blumen. Genau, hier. Dann ist die Seite schon mal voll. Und da machen wir jetzt dasselbe. Aber da ist dieser blöde Busch. Ich könnte zwar hier oben noch Blumen hinpflanzen, aber das sehe einfach scheiße aus. Ich glaube, ich mache das so, dass ich die hier hinpflanze. Aber sagt mal, kann man diese Büsche nicht irgendwie loswerden? Mit einem Rasenmäher oder so? Da muss es doch was geben. Oder vielleicht sind die zu einer bestimmten Jahreszeit weg. Keine Ahnung. Aber die stören mich voll. Ich will die nicht haben, Mann. So, was haben wir denn noch für Briefe? Alte Briefe wegwerfen, ja. Ach, nur ein Brief von Ash. Boah. Wir kriegen nochmal weniger Punkte. Dein Ernst? Ach, komm schon. Als ob. Ich mache mir so super viele Gedanken. Ändere stetig Tapete und Teppich und finde, dass es auch besser aussieht als damals. Und trotzdem kriege ich jedes Mal Minuspunkte. Verdammt nochmal. Also mittlerweile sind wir echt wieder weit weg von den 3000. Dabei wollte ich mich noch steigern. Naja, aber die Zeit wird kommen, Leute. Die Zeit wird kommen. Das garantiere ich euch. Ich warte nur, bis ich den Kredit abbezahlt habe. Und dann bei dem nächstgrößeren Haus werde ich so richtig abgehen. Aber dafür brauchen wir Geld. Geld und nochmal Geld. Also verkaufen wir den Tarnschirm nicht, aber den Aquaschirm, die Kirsche, diesen Dödel und diesen Dödel. Das bringt nochmal 2100. Okay. Ja, und dann fangen wir jetzt einen Fisch für Doris, ne? Ich will ja, dass sie glücklich ist. Und wehe, die sagt dann am Ende, ja, aber ich brauche noch ein Aquarium. Das, kann ich dir dann nicht erfüllen. Aquarien sind ein bisschen teuer. Hier, das ist so ein Minifisch. Aber Doris hat was Besseres verdient. Was viel Besseres. Da ist ein etwas größerer. Den gönnen wir ihr. Ich hoffe, es klappt. Genau. Ignoriere die Angel einfach komplett. Ja. Komm raus. Yes. Das ist ein... Ein Koi-Karpfen. Die sind doch übelst wertvoll, oder? Oh mein Gott. Also ich weiß, dass Kois im Real Life zu den teuersten Fischen gehören. Aber ich weiß nicht, ob es einen Unterschied zwischen Koi und Koi-Karpfen gibt. Vielleicht heißen die ja generell Koi-Karpfen, aber man sagt das umgangssprachlich halt einfach anders. Nämlich Koi. Das kann sein. Aber muss nicht, weil es gibt zum Beispiel auch Lachs und Seelachs. Und ich glaube, der Seelachs hat so ziemlich nichts mit dem Lachs zu tun. Der heißt einfach nur so, um ihn besser verkaufen zu können. Weil es hört sich hochwertiger an. Deswegen lasst euch nicht verarschen, wenn in den ganzen Fertigprodukten
Seelachs drin ist. Das ist ein ganz gewöhnlicher Fisch. Muss jetzt nicht schlecht sein, aber ist auf jeden Fall auch nicht so hochwertig wie... Der Name sagt, was ist das? Eine Falle! Ach stimmt, die gibt's doch auch in Super Smash Bros. Als Item. Eine Falle? Moment mal. Für Jule. Aber wie genau funktioniert das? Lege ich das jetzt vor die Tür und Jule wird dann da gefangen sein? Wie genial wäre das bitte? Ja, moin! Ach ja, und der Grund, warum ich jetzt einen zweiten Fisch gekauft habe, ist natürlich, ich möchte den Koi-Karpfen erstmal ins Museum bringen, beziehungsweise verkaufen. Oha, was ist hier denn los? Eine Vollversammlung. Und wundert mich kaum, dass Jule und Claudia gemeinsame Sachen machen hier. Ah, du sollst nicht lesen, du sollst graben. Moment, jetzt streiten sie. Lol. Kann man hier nicht graben? Als ob. Hä, warum nicht? Was ist denn los, Claudia? Bitte lass mich in Ruhe. Ich möchte jetzt mich nicht mit dir unterhalten. Okay, gab wohl wirklich einen heftigen Streit. Ich setze jetzt einfach mal diese Falle da ein. Aber was bringt das? LOL! Ah! Wow, es hat geklappt! Sogar Jule ist reingerannt. Es hätte ja auch irgendjemand anders sein können. Na? Ah, wie grauenvoll! Wie konnte ich nur auf so einen kindischen Trick hereinfallen? Tja. Das ist meine Rache für deine Abzocke letztens. Geil, Mann. Wo bekommt man solche Fallen her? Die habe ich noch nie irgendwo gesehen. Krass. Tom Nook, warum bietest du sowas nicht an? Ich könnte davon 100 gebrauchen. So, jetzt will ich erstmal wissen, wie viel der Koi wert ist. Koi-Karpfen verkaufen. Wow, Bruder. Es ist schwierig, da Nein zu sagen, aber ich muss ihn erstmal ins Museum bringen auf Ehrenbasis. Wow, krass. Also 2K für einen Fisch. Ja, aber ich glaube, die kosten auch wirklich im realen Leben so viel. Das ist Flex pur, wenn du die draußen im Garten in so einem Teich drin hast. Doris, ich hab deinen Fisch. Es ist schon fast dunkel draußen, nicht wahr? Was kann ich für dich tun? Ich hab einen Fisch für dich. So, kriegst aber nicht den Koi. Kriegst den Seebarsch. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich einen Fisch für mich fangen würdest, Baba. Das ist so schrecklich nachbarschaftlich von dir. Ich muss gut darauf aufpassen. Da du mir das geschenkt hast, sollte ich dir auch etwas schenken. Bitte, ich möchte dir diese Betonwand geben. Niemand, Doppelpunkt, ich schenke dir eine Betonwand. Damit verändert sich die ganze Atmosphäre deines Zimmers. Ja, aber ich glaube nicht im Positiven. Ich werde wirklich gut auf den Fisch aufpassen. Wow. Ach, Doris. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Schon wieder neue Briefe. Hä? Ach, der von vorhin wurde nicht rausgeholt? Ich habe doch gesagt, Briefe wegschmeißen. Mann. Weg mit dem Abfall hier. Das ist der bereits geöffnete von Ash. Ja, okay. Okay. Da die Einrichtung ja wieder nicht mehr Punkte gebracht hat, versuchen wir es durchaus mal mit der Betonwand, aber... Bruder, das sieht aus wie in einem Knast. Das können wir doch nicht machen. Oh, man. Geht einfach gar nicht.
Warte mal, was mache ich jetzt mit der Vase? Ich stelle die, glaube ich, einfach mal hier ins Eck. Was? Ach, geht es nicht wegen der Toilette? Doch. Wobei es jetzt, wie gesagt, schwierig wird, auf die Toilette zu gehen, aber ja. Hauptsache, wir haben hier noch was reingestellt. Es wird ja, wie gesagt... Oh, das wollte ich nicht. Wird ja, wie gesagt, eh bald größer. ja. Ich werde das 30.000 an Tom Nook überweisen. Und in der nächsten Folge wird der Bürgermeister zurückkehren und wir schauen mal, was er uns so schenkt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs dabei sein. Und wenn es gefällt, gerne einen Daumen da lassen. Bis zur nächsten Folge Animal Crossing.